Hallo Freunde des Harry Potter Universe und herzlich willkommen bei einem weiteren Video auf meinem Kanal. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei seid und auch vielen Dank für die Unterstützung in letzter Zeit. Freut mich wirklich sehr und ich hoffe natürlich, ihr unterstützt mich auch weiterhin. Und deswegen wollen wir auch gleich ins Video einsteigen. Es ist natürlich ein unglaublich spannendes Thema, was mich auch persönlich sehr stark tangiert, nämlich die Rumtreiber, ihre wahren Ambitionen, ihre echten Häuser und natürlich, was passiert wäre, hätte man sie individuell eingeschult. Es ist natürlich auch ein himmelweiter Unterschied, würde man diese Rumtreiber nicht als Gruppierung betrachten, sondern wirklich als individuelle Schüler. Und in dem Fall spielt das eine absolut zentrale Rolle, muss man ja auch sagen. Hierbei ist es auch sehr interessant, dass die meisten so eine relativ gefasstes Bild schon haben, wie man die Rumtreiber einstufen würde. Ich gehe aber tatsächlich in eine andere Richtung, gerade zum Beispiel was so Leute wie James angeht, ist es für mich ein bisschen schwieriger und gar nicht so einfach. Viele verbinden zum Beispiel den Charakter von James mit einem klassischen Gryffindor. Nur muss man ja sagen, die Hauptattribute von Gryffindor passen gar nicht so 100% zu ihm. Natürlich ist er irgendwo auch mutig und vielleicht sogar auch tapfer, aber des Weiteren würde ich ihn wirklich eher anders einordnen, aber dazu kommen wir auf jeden Fall später noch. Grundlegend kann es jetzt sogar sein, dass wir eine eigene Rumtreiber-Serie bekommen. Anbetracht dessen natürlich, dass die Harry Potter-Serie bald starten wird, was natürlich im Sinne eines Reboots stattfindet, kann es auch passieren, dass weitere Spin-offs etabliert werden. Die Rumtreiber wären zum Beispiel ein perfektes Thema. Des Weiteren hätte man die Möglichkeit, Voldemorts Schulzeit zu etablieren. Tom Riddles kompletter Werdegang wäre ein unglaublich spannendes Thema natürlich. Man könnte die ganze Gründung Gryffindors irgendwie initialisieren, im Sinne von, dass man die Hauptakteure da zeigt. Das wäre unglaublich spannend. Auch mal die Diskrepanz zwischen Godric Gryffindor und Salazar Slytherin zu sehen, wäre extrem cool. Aber kommen wir wieder zurück zum Thema. Es geht heute natürlich ausschließlich um die Rumtreiber. Und deswegen fangen wir auch wirklich mal mit Peter Pettigrew an. Es ist natürlich einfach zu sagen, dass Peter Pettigrew ein klassischer Slytherin ist. Es muss aber irgendwo auch einen Grund gegeben haben, warum er dann schlussendlich nach Gryffindor gekommen ist. Es ist ja relativ offensichtlich. Natürlich ist er ein Feigling, natürlich neigt er dazu, sich Stärkeren unterzuordnen und natürlich neigt er auch dazu, sich nicht gerade tapfer zu verhalten. Trotzdem war es irgendwie für Gryffindor stimmig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der sprechende Hut dachte, dass Peter Pettigrew sich irgendwann mal heldenhaft verhalten wird oder irgendwann mal seine Tapferkeit zeigt. Schlussendlich hat er aber zumindest bewiesen, dass er nicht ganz so leicht korrumpierbar ist. Es stimmt, er hat sich wie ein Feigling verhalten, aber viele unterschätzen diesen Mann auch. Er hat ein sehr starkes Talent für die dunkle Magie tatsächlich und darüber hinaus hat er es geschafft, über Jahre hinweg das Ministerium zu infiltrieren. Dann hat er sich auch noch bei den Weasleys versteckt und die Weasleys sind definitiv keine schwachen und dummen Zauberer. Also es sind wirklich teilweise sehr intelligente Zauberer bei, die es auf jeden Fall möglicherweise hätten durchschauen können. Das heißt, er hat sich einem hohen Risiko ausgesetzt. Man kann das ihm als Feigheit auslegen, das stimmt. Dennoch war er maßgeblich daran beteiligt, den dunklen Lord wieder ins Leben zu rufen. Er war bei dem wichtigsten Auftrag von Bartek Wort Jr. dabei, nämlich einen Mad-Eye Moody gefangen zu nehmen. Und das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Auftrag gewesen. Das konnte erst überhaupt alles initialisieren, um dann schlussendlich auch Harry Richtung Voldemort zu leiten. Und da hat Peter Pettigrew mitgeholfen. Er hat auch seitens Voldemort sehr viel Vertrauen genossen. Er wurde von seiner eigenen Hand umgebracht, ein Geschenk Voldemorts, was dann im Prinzip seinen Charakter komplett nochmal preisgegeben hatte. Er wollte sich anders verhalten, hat sich nochmal irgendwo vielleicht an die alte Zeit erinnert, man könnte sogar sagen, in gewisser Form ist er geläutert, trotzdem würde man ihn jetzt natürlich nicht als tapfer bezeichnen. Nur wenn man jetzt zum Beispiel Slytherin immer wieder als was Negatives betitelt, ist es halt sehr einfach, einen Peter Pettigrew einzuordnen. Nur für mich ist Slytherin nicht grundlegend negativ. Es stimmt, natürlich gibt es dort Leute, die sich eher dem Bösen zugewandt haben und natürlich ist halt List auch ein sehr wichtiges Attribut dieses Hauses, dann die Reinblütigkeit und andere Aspekte, aber unter anderem sind halt auch so Sachen wie Ehrgeiz relevant und Ehrgeiz muss man diesem Mann auf jeden Fall zusprechen. Wie gesagt, er hat ein gesondertes Talent, was die dunkle Magie angeht und deswegen will ich ihn hier gar nicht negativ herabstufen, sondern würde ihn tatsächlich aufgrund dessen, dass er einen gewissen Ehrgeiz besitzt, gewisse Ambition besitzt, sehr listig ist, ins Haus Slytherin einordnen. Wie gesagt, mir missfällt dieser Gedanke, immer wieder dieses Haus als negativ zu bezeichnen und wirklich alles nur, was grundlegend böse oder falsch zu betrachten ist, in dieses Haus einzuordnen. Aber gehen wir mal zum nächsten über und der ist natürlich relativ einfach, nämlich Remus Lupin. Hat man sich schon denken können, bei Lupin ist es relativ offensichtlich, dass er eigentlich ins Haus Ravenclaw gehört. Die Freundschaft zu den Rumtreibern hat das so ein bisschen abgeändert, aber meiner Meinung nach resultierte das auch so ein bisschen daraus, dass er schlussendlich halt zum Werwolf wurde und ich glaube,
Wenn man seinen regulären Charakter betrachten würde, wäre er deutlich eigensinniger, viel individueller und würde sich viel mehr auf andere Sachen konzentrieren. Lupin ist ein sehr wissbegieriger Mann, der es auch geschafft hat, sich sehr viel Wissen anzueignen. Die Arbeitslosigkeit hätte ihn fast in den Wahnsinn getrieben und es war natürlich ein Segen, dass Dumbledore ihn dann erwählt hat, um dann schlussendlich helfen zu fungieren, um diese Position zu füllen. Bei Dumbledore hingegen könnte man sogar sagen, dass da einige Hintergedanken dabei waren, weil ganz ehrlich, er wusste, dass die Position verflucht war und er wusste wahrscheinlich auch, dass das Ganze mit dem Werwolf rauskommen wird. Nur, dass es rausgekommen ist, war schlussendlich nicht wirklich schlimmer. Lupin musste über Jahre hinweg eine Lüge leben und auch die heulende Hütte und diese ganzen weiteren Sachen haben dazu geführt, dass sich das so ein bisschen reingesteigert hat. Das hat aber auch dazu geführt, dass sich eine sehr, sehr starke Freundschaft mit den Rumtreibern etabliert hat und das war auch sehr wichtig für den Charakter eines Lupin. Und so konnte man, glaube ich, auch verhindern, dass er sich eher dem Bösen zugewandt hätte. Weil, sind wir mal ehrlich, als Ravenclaw-Schüler ist es gar nicht mal so abwegig, sich dann der dunklen Magie zuzuwenden. Gerade als Werwolf, man wird sowieso von der Gesellschaft immer mehr abgeschrieben, das Ganze wird als Krankheit assoziiert und damit in Verbindung halt, dass halt immer mehr Leute dann zum Beispiel sich auch dem Dunklen zuwenden, die ein ähnliches Schicksal teilen. So könnte man sich zum Beispiel auch einen Fenrir Greyback zuschreiben und natürlich dann versuchen halt mehr oder weniger noch mehr Werwölfe zu erschaffen und weniger den negativen Aspekt darin zu sehen, sondern mehr die Eigensinnigkeit und den Willen, das Ganze weiter zu verbreiten. Somit glaube ich, als Ravenclaw wäre er nicht wirklich gut aufgehoben, trotzdem von seinen Idealen und von seiner Persönlichkeit her und ohne die anderen Rumtreiber in Verbindung zu bringen, müsste man ihn schon in diesem Haus auf jeden Fall einordnen. Passt hundertprozentig zu seiner Persönlichkeit. Die nächsten beiden sind schon etwas komplizierter. Es wäre jetzt einfach zu sagen, dass man Sirius ganz klar zum Beispiel bei Hufflepuff einordnen könnte, weil ich überhaupt nicht dieser Meinung bin. Natürlich haben viele diese grundlegende Theorie, jeder Rumtreiber passt theoretisch auf jedes Haus, deswegen hätte man so eine ganz klare Struktur, zum Beispiel James ist Gryffindor, Sirius ist Hufflepuff, Lupin ist Ravenclaw und Pettigrew ist Slytherin. Nur bei einem Sirius ist das weitaus komplizierter. Ich würde ihn sogar in gewisser Hinsicht als Hutklemmer bezeichnen, aber nicht zwischen Hufflepuff und Gryffindor, sondern ganz klar zwischen Slytherin und Gryffindor. Die Ideale der Rumtreiber passen alle irgendwie ins Haus Slytherin. Der Grund, warum sie letztendlich nach Gryffindor kamen, ist nicht irgendwie James oder die Tatsache, dass sie sich dann in Anführungsstrichen gut verhalten haben, entspricht der mehr ihrer eigenen Entwicklung und ihrem eigenen Werdegang, weniger dem Aspekt, dass sie im Vorhinein schon vorausbestimmt in dieses Haus hätten gehören müssen und sich halt dann entweder böse oder gut verhalten hätten müssen. Das ist natürlich hier ein schwieriges Konstrukt, weil letztendlich muss man auch immer bedenken, Slytherin als grundlegend böse zu bezeichnen, ist jetzt eigentlich eher ein falscher Gedanke. Und in dem Fall glaube ich tatsächlich, Sirius hätte auch sehr, sehr gut nach Slytherin gepasst. Er ist irgendwo ehrgeizig, er ist irgendwo auch listig. Es passt natürlich auch absolut zu seiner Familiengeschichte. Nur bei einem Sirius glaube ich tatsächlich, dass die Ideale von Gryffindor etwas überwiegen. Er hat sich immer wieder als heldenmutig, als tapfer herausgestellt. Und er war auch derjenige, der teilweise mit dem Kopf durch die Wand gegangen ist. Nur glaube ich ganz klar, dass James bei ihm der ausschlaggebende Faktor dafür war, dass er sich so entwickelt hätte. Andernfalls wäre er auch gut in Slytherin aufgehoben, weil er sich mehr zurückgezogen verhalten hätte. Der Aspekt, dass sein Patronus und sein Animagus ein Hund ist, sollte schon zeigen, dass er halt in dieser absoluten Beta-Funktion ist. Er würde sich immer irgendjemandem unterordnen. Und wäre das jemand anders gewesen, hätte es genauso gut in Haus Slytherin gepasst. Nur in dem Fall hat halt James bei ihm rauskristallisiert, dass er sich halt so verhalten hat. Das heißt, durch den Einfluss eines James konnte er seine gute Persönlichkeit sozusagen nach vorne tun, war immer noch so ein Draufgänger, aber zumindest überwiegt er seinen Heldenmut und seine Tapferkeit. Bei einem James ist das für mich ein gegenseitiger Prozess, es ist so eine Art Co-Abhängigkeit, wobei man sogar schon von Synergie sprechen könnte, weil sie ergänzen sich in irgendeiner Form, sind aber trotzdem voneinander immer noch abhängig. James hingegen ist natürlich etwas anderes. Unglaublich arrogant, muss man schon sagen. In dem Fall hatte Snape natürlich recht. Dein Vater war arrogant. Und ganz klar müsste man sagen, von den Ambitionen her, von dem, was James erreichen wollte, von dem, wie er sich auf seine Familie versteift hat, teilweise auch auf den Aspekt, dass er halt aus einer Zauberergewalt kommt und auch aus einer sehr reichen Familie kommt. Ich würde nicht sagen, dass James jetzt darauf plädiert war, zu sagen, ich bin reinblütig und das macht mich besser, sondern mehr einfach grundlegend, ich bin einfach besser. Nicht, weil ich aus dieser Familie komme, sondern weil ich von mir selbst überzeugt bin. Ein wahnsinnig großes Ego. Und dieses Ego in Verbindung mit der ganzen List, dem Ehrgeiz und vielen weiteren Aspekten macht ihn für mich zu einem perfekten, prädestinierten Slytherin. Ohne den Einfluss der anderen Rumtreiber hätte es gepasst. Sind wir mal ehrlich,
die Rumtreiber haben sich auch in vielerlei Hinsicht so verhalten, weil zum Beispiel Remus Hilfe brauchte. Deswegen haben sie sich Fähigkeiten angeeignet, deswegen wurden sie zum Animagus, deswegen waren sie auch sehr hilfreich, deswegen haben sie sich gegenseitig gestützt. Das Ganze hat das so vereint. Dieses Gesamtkonstrukt hat dafür gesorgt, dass jeder seine eigene Persönlichkeit so ein bisschen außen vor gelassen hat, seine Familieneinflüsse und all diese Erfahrungswerte, die sie bis dato hatten, haben sich abgeändert durch die Gemeinsamkeit. Nur ohne diesen Aspekt würde ich James ganz klar in Slytherin einordnen. Aber gut, das war's auch mit dem heutigen Video. Was denkt ihr? Schreibt's mal gerne in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall interessieren. Ansonsten, bis zum nächsten Mal, meine Freunde.